Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Wir befinden uns im Finale im Black Waterpark. Ja, ich habe noch kurz meinen Controller angeschlossen, weil er einen Akku aufgebraucht hatte und nicht sowas passieren sollte wie in meinem Mafia 2 Let's Play, dass ich plötzlich mit leerem Controller da sitze. Haben wir schon mal was dazugelernt, ne? Gut, jetzt mal schauen, was hier so abgeht. Darf ich hier rumlatschen? Ja. Ich hätte aber gerne so eine Blackwater-Uniform hier. Hier von so einem Typen. Und zwar, der steht alleine. Die Sicherheitspersonal bewacht was? Hey, sämtliche Eingänge. Okay. Die Papiere waren in Ordnung. Klempner. Ja gut. Da kann ich runter. Oder auch nicht. Ja, hier lassen meine Erinnerungen zu wünschen übrig, denn ich habe keinen Plan mehr. Ey. Haupteingang. Verrammelt und dank Dexter in vielleicht teilen sie sich ja gleich auf. Wer auch immer diese Bedrohung ist, wenn jemand uns verdorben hat. Was für ein Sauwetter. Ja, ich gehe gleich mal los, aber ich muss kurz noch ein bisschen gucken hier. Der geht schon mal weg. Ja, als ob die den jetzt nicht sehen. Beim Pinkeln. Nee. Die sehen das doch von da. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, je mehr mir misslingt oder je aufgeregter ich bin, desto mehr Berliner ich. Aber ich glaube, ihr versteht's. Falls es stört, sagt mir Bescheid. Da das Let's Play am Stück aufgenommen wird, habe ich jetzt natürlich keine Gelegenheit mehr, da live drauf zu reagieren, aber ich werde es mir dann für kommende Projekte vornehmen. Junge, ich weiß gar nicht. Ach, hier kann ich auch noch lang. Gib mal ihn an. Probier's einfach mal und werd schon gesehen. Spitze. Von den zweien. Ich hätte schon gerne so eine Uniform, ey. Da hinten ist mein Ziel. Okay. Ach, ist doch nichts hier. Ja, wie bin ich denn hier letztens reingekommen? Jetzt hänge ich schon am Eingang. Der da steht alleine. Was habe ich denn hier? Ich habe noch C4. Okay, da hinten ist einer. Ich würde fast sagen, das sieht keiner, wenn ich den jetzt hier ziehe. Ja. Mag sein. Das ist unwichtig. Ich lasse ihn jetzt hier liegen. Ich weiß, dass sie den gleich finden werden und vielleicht misstrauisch werden, aber ich bin erstmal drin und habe meine Uniform. Wow. Der Typ hockt mir ganz schön auf der Pelle.
Ja, die Blackwater-Leute sind hier schon ein bisschen heftiger drauf, glaube ich. Ich werde mir jetzt die ganze Chose hier mal ein bisschen angucken. Und dann auch mal reingehen. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht schaffe ich ja den Blackwater Park in einem Part. Der Part wurde dann zwar extrem lang, aber mal sehen. Boah, ach. Wovon reden Sie da? Boah, das wird jetzt böse. Brennt der mir den Instinkt weg, ey. Hier ist ein extra Raum mit dem Typen. Soll das heißen, Sie wissen nichts von den Anzugträgern? Ich hab davon gehört. Ich meine, verdammt, ich weiß nicht, diese Scheiße macht mir leid. Ich kann hier durch, ich gehe einfach mal hier durch. Wir haben alles unter Kontrolle, okay? Hier wird gar nichts. Ich muss ja nach oben. Wenn ich mich nicht irre. Ich erkenne jetzt hier gerade mal nichts. Naja, gehen wir mal. Gehen wir mal raus. Direkt vor den Augen von dem hier. Gibt es hier irgendwas? Kaffeetasse. Keine Sorge, ich werde Sie nicht belästigen. Super. Ein Freund. Ich bin gerade verplant, weil ich nicht weiß, wo es hier hingeht. Wo sind wir hier? Hier geht's runter. Ich will ja hoch. Also, hier sind wir wieder am Eingang. Ja klar, stell dich doch direkt noch davor. Den Beweis können Sie gerne behalten, ey. Hi. Hier geht's auch raus. Gut, also das ist alles für die Handwerkerleutchen hier. Gehen wir mal wieder rein. Ja. Ich muss doch auch irgendwie rein und hoch, oder? Oder nicht? Bin jetzt schon ein bisschen verwirrt. Ich meine, ich kann jetzt hier auch rausgehen. Hey! Was? Gefällt Ihnen meine Uniform? Ja, die ist ziemlich cool, ich weiß. Jetzt habe ich wenigstens mal den Beweis und ein bisschen Instinkt bekommen. Ja, gehe ich halt hier raus. Ach, hier ist der Ausgang, okay. Weißt du, halt, warte mal. Das Gebiet ist ziemlich groß, ey. Ist nichts für Leute ohne Orientierung, wie mich. Hier geht's in den Garten. Hey ho. Weißt du, halt, warte mal. Boah. Gefährlich. Sag mir nicht, ich bin wieder am Anfang. Ich krieg die Tür nicht zu, ey. Gut, dann gehen wir halt mal ganz unauffällig durch den Haupteingang rein. Bam. Und drinnen. Ich wette meinen Arsch, dass ich dich von irgendwo erkenne. Entschuldigung, mir leid, Sir. So, wir sind schon mal drinnen. Dann nehmen wir uns gleich mal den Kontrollpunkt mit.
Da geht's runter, so wirklich runter wollen wir nicht. Ich gehe trotzdem mal kurz gucken. Hey ho. Okay, hier steht einer von denen. Da ist ein Messer. Da steht noch so ein Polizeityp. Was ist das? Hinterausgang oder was? Gut. Hey, was geht ab? Mich würde noch interessieren, ob hier eine Tür ist. Was geht? Ist nicht, okay. Warte, ist das? Geh aus seinem Blickfeld. Okay, ich bin jetzt extrem leise gerade. Weil ich mich versuche zu konzentrieren. Weil ich versuche mich zu konzentrieren. So, richtiger Satzbau. Den Kontrollpunkt haben wir. Ja, ich würde fast sagen, geradeaus zum Fahrstuhl, ne? Ich wette meinen Arsch, dass ich dich von irgendwo erkenne. Ich gehe nochmal hier lang. Bringt mir, glaube ich, gerade gar nichts, hier zu sein. Ich muss ja zum Fahrstuhl. Sind aber einfach zu viele. Hey, hier direkt neben ihm, ey. Sir, kommen Sie sofort hierher! Wie lange arbeiten Sie schon hier? Lampe ist schuld, dass wir nicht nach oben. Sir, irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Hey, bleiben Sie gefesselt. So, der ist weg. Und zwar richtig weg. Zack, und ich würde fast sagen, wir nehmen von ihm auch noch die Verkleidung. Dann hat sich das mit der Verkleidung nämlich geklärt. Ja, ein schöner Satz. So. Jetzt können wir auch in Ruhe den Fahrstuhl eigentlich rufen gehen. Holen gehen. Ist der aus dem Fernsehen oder hab ich den schon mal irgendwo gesehen? Netscanner ist personal die einzige Alternative, wäre ein Überbrückungsknopf für das System. Wo geht der lang? Ah, ich muss hier lang. Ich muss also da ins Büro. Lass mich raten. Erstmal Donuts essen. Da muss ich ran, alles klar. Na, wie geht's? Ganz gut, und selbst? Woho. Ah. Den kenn ich doch. Waffen- oder Faustkampf? Naja, alles klar, wir essen nochmal Donuts. Aber hallo. Der Typ da hat mir gar nicht gefallen. Ich guck mal, was der nochmal macht. Hier, der da. Sie machen Ihren Job und ich mach meinen. Jetzt geht okay? Der wieder zurück, naja. Jetzt guckt der weg und jetzt gehe ich ran. So, und wiedersehen. Oder? Weißt du, halt. Ah,
Hi. Was geht ab? Hoffe, dass der Fahrstuhl bald da ist. Jo, und wiedersehen. Hier nochmal ein Knöpfchen drücken. Und tschüss. Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl! Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Heilige Scheiße! Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Ihr kauft den Lippenstift. Verdammt, ist das viel Geld! Ja. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. Das geht mir so auf den Sack! Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, geh mir. Ich vertraue dir. Alles klar. Sondern Nummer 22, nee, Nummer 25, Nummer 55 im zweiten Stock. Oh, nee. Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Oh, Mann. Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre. Oh, wie cool ist das denn? Hey, das ist nur der Sushi-Typ. Wer hat Sushi bestellt? Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an. Gut, was ihr könnt, kann ich schon lange. So sollte man es natürlich nicht machen, aber es ist einfach so verlockend. Tschüss. Ja. Chill mal eine Runde. Krieg noch einen, ne? Krieg nicht.
von da. Oh, es werden aber ein bisschen viele, ne? Mein eigentlicher Plan war jetzt eigentlich da unten nur eine kurze Verkleidung zu schnappen und dann, ja, wieder abzuhauen. Bin mal gespannt, ob hier jetzt einer vorbeikommt. Wenn nicht, auch gut. Ich werde mir auf jeden Fall eine neue Verkleidung besorgen. Waren doch ein bisschen viele, ne? Ich wollte eigentlich nur die vier da abknallen und wieder abhauen. Naja. Hier kommen sie schon. Aber wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde wieder dahin zurückgehen kurz und mir da eine Verkleidung holen. Nach unten? Will ich denn nach unten? Ne, ich will nach oben. So. Habe ich gedacht, ja. Gut, nimm dir kurz eine Verkleidung und verpiss dich. Hitman als FBI-Agent hier. Oder als Agency. Ja. Lakai. So, jetzt aber ab zu Layla. Und ja. Hier gibt es was Schönes. Hätte ich vielleicht vergiften können. Das Ganze. Ein Schrank. Was? Als Samurai verkleiden, ja klar. Zack. Ich habe hier eine tote Person. Gut. Dann müssen wir jetzt hier nur noch rausfinden. Was kann ich hier machen? Nee, brauche ich nicht.
an der Uniform. Stimmt doch was nicht. So, ich latsche jetzt direkt an ihm vorbei. Merkwürdig. So. Und hier geht's durch. Der Ort, an dem man sie eigentlich treffen würde. Layla, schwing deinen Arsch her. Wir gehen. Und du, rein mit dir in den Helikopter. Ich werde dich Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Preisbullen. Nun schau doch nicht so, Mädchen. Denn dahin kommst du aus dem Reagenzglas. Mein Labor. Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Sieht, was du den ganzen Ärger wert. Los, schafft's in den Helikopter! Jo, ich würde mal sagen, Victoria hat's mal voll drauf. Der Hitman kann einpacken. jo, die Mission ist gegessen. Also, sagen wir mal so, der erste Teil. Und ich werde jetzt einen Cut machen nach der nächsten Zwischensequenz und dann in den letzten Part, wenn's klappt, anfangen. Aufzunehmen und ja, ich hoffe, ihr guckt wieder rein ins Finale und wünsche euch bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen. Gucken wir hier nochmal kurz. Ich sag schon auf Wiedersehen, obwohl ich noch da bin, ne? Zu schnell gedacht. Boah, hätte man eine Menge finden können. Schlüsselkarte. Für welchen Bereich denn? Jo, und an der Stelle geht's dann im nächsten Part weiter. Ich wünsche euch alles Gute, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.